Co-President Nigel Farage, Freedom and Democracy. Guten Morgen, Herr Van Rompuy. Sie sind seit einem Jahr im Amt und seitdem fängt das ganze Gebäude an zu bröckeln. Es gibt Chaos, das Geld geht zur Neige. Ich sollte Ihnen danken, vielleicht sollten Sie das Pin-Up der Euroskeptiker-Bewegung sein. Schauen Sie sich heute Morgen in der Kammer um. Sehen Sie in die Gesichter. Sehen Sie die Angst. Sehen Sie den Zorn. Der arme alte Barroso sieht aus, als ob er einen Geist gesehen hat. Sie beginnen zu verstehen, dass das Spiel aus ist. Aber in Ihrer Verzweiflung, Ihren Traum zu bewahren, wollen Sie jegliche noch vorhandene Spur der Demokratie aus dem System entfernen. Und es ist ziemlich klar, dass keiner von Ihnen irgendetwas gelernt hat. Wenn Sie selbst sagen, Herr Van Rompuy, dass der Euro uns Stabilität gebracht hat, denke ich, ich könnte Sie für Ihren Sinn für Humor beglückwünschen. Aber ist das nicht eigentlich Bunkermentalität? Ihr Fanatismus ist offensichtlich. Sie haben über die Tatsache geredet, dass es eine Lüge sei, zu glauben, Nationalstaaten können in der zivilisierten Welt des 21. Jahrhunderts existieren. Nun, das mag stimmen, sofern es Belgien betrifft, das seit 6 Monaten keine Regierung hat. Aber für alle anderen, quer durch jeden Mitgliedstaat dieser Union, und vielleicht sehen wir deswegen Angst in den Gesichtern, sagen in zunehmender Weise die Leute, wir wollen diese Fahne nicht. Wir wollen die Hymne nicht. Wir wollen diese politische Klasse nicht. Wir wollen, dass die ganze Sache den Mülleimer der Geschichte übergeben wird. Neulich hatten wir diese griechische Tragödie und nun haben wir die Situation in Irland. Nun, ich weiß, dass die Gier und Blödheit irischer Politiker viel damit zu tun hat. Sie hätten niemals der Eurozone beitreten sollen. Sie litten danach unter niedrigen Zinsen, einem falschen Boom und einer massiven Pleite. Aber schauen wir, wie sie darauf reagiert haben. Was denen erzählt wird, ist, während ihre Regierung kollabiert, wäre es unangemessen für sie, Parlamentswahlen abzuhalten. Vielmehr sagte unser Ausschussmitglied Rain, sie müssten erst einmal Einigung in ihren Staatshaushalt bringen, ehe erlaubt wird, Wahlen durchzuführen. Nun, wer zur Hölle denkt ihr, wer ihr seid? In der Tat, ihr seid sehr, sehr gefährliche Leute. Eure Zwangsvorstellung mit der Schaffung dieses Euro-Staates bedeutet, ihr seid glücklich darüber, die Demokratie zerstört zu haben. Es hat den Anschein, ihr seid glücklich darüber, dass Millionen von Menschen arbeitslos und arm sind. Unzählige Millionen müssen leiden, damit euer Euro-Traum fortgeführt wird. Aber es funktioniert nicht, weil Portugal als nächstes an der Reihe ist, mit einem Schuldenniveau von 325% vom Bruttoinlandsprodukt. Sie sind die Nächsten auf der Liste und danach vermute ich, kommt Spanien. Und das Rettungspaket für Spanien würde 7-mal höher als das für Irland sein. Und in dem Moment wäre das ganze Rettungsgeld alle. Es wird nichts mehr geben. Aber es ist noch ernster als bloße Wirtschaftswissenschaften. Weil wenn sie den Menschen ihre Identität rauben, wenn sie ihre Demokratie rauben, dann ist alles, was sie noch haben, Nationalismus und Gewalt. Ich kann nur hoffen und beten, dass das Euro-Projekt zerstört ist, noch lange bevor dieses wirklich passiert. Thank you.